Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es eine leckere Paprika-Hackpfanne mit Chili. Super schnell, ganz einfach, ein bisschen schärfer, aber lecker. Schaut es euch an, ich hoffe, es gefällt euch. Was brauchen wir für die Paprika-Hackpfanne mit Chili? Rinderhack, Chili, Knoblauch, Zwiebel, außerdem natürlich Paprika, Brühe, stückige Tomaten, Chili-Frischkäse, Creme fraiche, außerdem Tomatenmark, Olivenöl, Basilikum, geräuchertes Paprikapulver, Oregano, Zucker und ein wenig Petersilie. Auf geht's! Ja, hier mal drei Sorten Paprika, der Farbe wegen, ne, rote, grüne, gelbe. Die entkerne ich zunächst und dann schneide ich sie in Streifen. Nicht so dünne Streifen, die wollen wir hinterher auch noch sehen und auch noch schneiden können. Also ruhig etwas größer lassen. Und wenn wir unsere Paprika hier vorbereitet haben, das geht ja doch ziemlich schnell, dann nehme ich die Zwiebel, pelle die und schneide die in Würfel. Und wenn wir unsere Zwiebel in Würfel geschnitten haben, dann geht's weiter hier mit dem Knoblauch. Und Knoblauch einfach nur pellen und hacken. Ihr könnt auch eine Knoblauchpresse nehmen, so wie ihr es mögt, das ist völlig egal. Wenn wir den Knoblauch verarbeitet haben, kommt die Chili, die schneide ich hier in Streifen und hacke sie dann klein. Ich nehme die Kerne nicht raus, weil wir es scharf mögen. Wenn ihr es nicht so scharf mögt, dann kratzt ihr die Kerne und die weißen Innenwände raus. Da sitzt nämlich die Schärfe. Ja, und als letztes hacken wir die Petersilie. Die brauchen wir später nochmal zur Deko. Und wenn wir die Petersilie gehackt haben, dann geht es auch schon an die Pfanne. Pfanne nicht so ganz knallheiß, so 3/4, 90% Olivenöl rein, heiß machen. Und jetzt braten wir unser Rinderhack an, bis das Rinderhack krümelig ist. Und wenn es vollständig durch ist und krümelig ist, dann geht es auch sofort weiter. Dann geben wir zu unserem Rinderhack zunächst mal hier die Zwiebel. Und nach der Zwiebel kommt auch gleich der Knoblauch. Und wenn wir den Knoblauch drin haben, dann geht es weiter mit Chili. Und jetzt heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Na, wir mischen jetzt alles kurz durch. 3-4 Minuten, bis der Knoblauch anfängt zu riechen und einen Geschmack zu entwickeln. Und dann machen wir schon weiter. Als nächstes kommen unsere Paprika jetzt zu dem Hack, zu der Hackmasse. Auch hier heißt es jetzt erstmal wieder mischen, mischen, mischen. Na, wir mischen das alles ganz gut durch, 2-3 Minuten vielleicht. Und wenn wir das gemischt haben, geht es weiter mit Tomatenmark. Jetzt machen wir so eine kleine Lücke hier in der Mitte und braten das Tomatenmark kurz an, damit es noch ein bisschen mehr Aroma entwickelt. Jetzt kommt Zucker dazu, außerdem die restlichen Gewürze, als nächstes Oregano und dann geht es auch schon weiter mit dem geräucherten Paprikapulver. Nach dem Paprikapulver kommt noch das Basilikum und das war es auch schon und jetzt heißt es wieder mischen, mischen, mischen. Na, alles gut durchmischen, bis die Gewürze, die Kräuter sich hier mit dem Rest vermischt haben. Dann kommen die stückigen Tomaten dazu, ein wenig unterrühren und wenn wir die stückigen Tomaten hier vermischt haben mit Hack und Paprika, dann kommen auch schon gleich die letzten beiden Zutaten, denn jetzt haben wir noch unseren Chili-Frischkäse, den ich hier dazu gebe. Wenn euch das zu scharf ist, nehmt den normalen Frischkäse, das geht auch, ist überhaupt kein Problem. Und wenn wir den Chili-Frischkäse so ein bisschen verrührt haben hier, wenn er sich so ein bisschen vermischt hat mit Hack und Paprika, dann gebt ihr Brühe dazu und zwar so viel, wie ihr meint, je nachdem, was ihr dazu essen wollt, wie dickflüssig ihr das haben wollt. Und wenn wir die Brühe drin haben, dann lassen wir das Ganze nochmal 10 Minuten mit geschlossenem Deckel jetzt bei niedrigerer Temperatur etwas köcheln. Ja, und wenn wir hier unsere 10 Minuten Köcheln beendet haben, dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. Ja, riecht super lecker, sieht super lecker aus. Also meine Paprika-Hackpfanne mit Chili hat super funktioniert. Ich habe mir Reis dazu gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis demnächst bei Koch mal schnell.